So, begeben wir uns zu Ganon. Ich habe jetzt magische Energie wiederholt im letzten Tempel, wo auch sonst. Ich hoffe nur, die Pfeile reichen aus. Ich habe keine von denen gefunden. Oh Wunder. Aber ich habe ja mal aufgerüstet und eigentlich sollte das reichen. Grrr, wer hätte gedacht, dass ein kleiner Strolch wie du so viel Ärger macht. Ich kann es nicht glauben, dass du mein zweites Ich Aghanim zweimal besiegt hast. Aber in mir hast du deinen Meister gefunden. Das Trifork erringst du nie und nimmer. Ich werde dich vernichten. Dann werde ich der Herrscher über beide Welten sein. Oh nein, jetzt habe ich Angst. Weiß gar nicht, wie der jetzt geht. Ah so, das ist nicht so schwer. Erstmal ausweichen. Seiner Mistgabel. Mr. Satan. Und dann kann man ihm ganz leicht böse wehtun. Dieses Schwert ist aber mega geil, ist mega stark. Und irgendwie ist das keine Bedrohung. Habe ich was gesagt? Hä, das trifft mich ja gar nicht. Das kann mich gar nicht treffen, oder? Kommt mir so vor. Doch, könnte es. Ich habe ihn abgewehrt eben. Jetzt ist aber mal genug. Wieso klappt jetzt nichts mehr? So. Komm. Geht doch. Er hat mich doch kein Mal getroffen. Bin ich so gut oder ist er so schlecht? Oh, jetzt macht er geheime Attacke. Oh. Okay. Okay. Das zieht schon eine Menge ab. Ich habe schon die zweite Leiste Herzcontainer leer. Ja, da hält er mich auf Distanz. Oh. Ja, soll ich das direkt machen oder soll ich da Vorsicht walten lassen, ist die Frage. Ich bin ja lieber einer, der es direkt macht und dann eben sowas zulässt. Der hält eine ganze Menge aus. Die Frage ist, wie viel? Und habe ich eine Chance? Gegen so einen übermächtigen Feind. Ist es eine Möglichkeit zu gewinnen? Oh, jetzt geht der Boden weg. Jetzt wird's richtig schwer. Wenn jetzt gleich das Licht noch ausgeht, dann habe ich erst recht keine Chance mehr. Kann man den irgendwie auch besiegen noch? Irgendwann? Lass doch den Boden da, da kann man schon laufen. Ja, toll, ich bin wieder gleich tot. Ein Herz noch. Ganz schön tapfer, Junge, aber gegen meine Kampftechnik bist du am Ende machtlos. Ja, du sagst das. Genau zur richtigen Zeit. Dann hätte ich schon noch zwei Feen, aber ich habe noch 32 Pfeile. Die brauche ich gleich. Oh, jetzt ist dunkel. Ja, das ist eine blöde Kampftechnik. Brauche ich jetzt die Pfeile? Nee, die bringen mir gar nichts. Ich dachte, ich brauche Pfeile. Ja, jetzt brauche ich sie, wenn er so eingefroren ist. Oh, der ist nicht leicht. Ja, komm. Ich bin ja schon wieder gleich tot. Kann das sein? Habe ich ihn getroffen? Ey, nee, das geht mir zu schnell wieder aus, die Dinge. Und jetzt sterbe ich auch noch so. Oh nein, jetzt bin ich hier. Fuck it. Ich hab doch gesagt, der ist mir zu schwer. Wo bin ich denn hier eigentlich? Wo bin ich hier? Ah. Ja, aber ich muss eh raus. Ich muss mich nochmal aufrüsten. Wo kriege ich denn jetzt magische Energie wieder her? Das ist ja kacke. So, ja damit. Wir sehen uns gleich wieder. So, jetzt aber. Nächster Versuch. Oh Mann. Ja, erstmal mit Schwert. Ja, das muss ja nicht alles nochmal lesen. Das haben wir schon gesehen. Der wird nicht kreativer. Aber ich könnte ein bisschen aggressiver werden, finde ich.
Oh, sei denn, er will nicht. Ja, das blöde Zepter nimmt Mistgabel, nimmt auch 2 Herzchen ab. Das ist nicht so nett. Ja komm, irgendwie muss es doch mal sein. Irgendwann muss ich es schaffen. Ich muss nur an mich glauben. Haha. Erwischt. Ja, ja. Mach die Sticke. Du denkst nur, du wärst so groß, aber du bist gar nicht so groß. Du bist nur ein Schwein. Ja, jetzt geht es die Kacke los. Mist. Hab ihn wohl nicht getroffen. Ey, da hat man so wenig Zeit, das ist übel. Das geht ja gar nicht. Unmöglich. Ist das witzig. Das macht keinen Spaß, es ist so schwer. Dankeschön. Endlich mal getroffen. Mist. Wieder scheiß dunkel. Super. So. Wieso? Wie viele Feen habe ich eigentlich noch? Ich glaube, ich habe noch alle. Jetzt habe ich noch 3. Ja gut, ich habe eigentlich ganz gut überlebt bisher. Muss man schon sagen. Da ich noch keine Fee gebraucht habe. In diesem Versuch. Oder bei diesem Versuch, wenn ihr deutsch bleiben wollt. So. Oh Mann, schon wieder. Es geht zu schnell dann. Irgendwie will er nicht mehr getroffen werden. Warum auch immer. Komm, komm. Dankeschön. 2-mal getroffen. Und ich bin tot. Der zieht auch eine ganze Menge Herzchen ab. Es fehlt mir hier so ein Upgrade, wie bei Ocarina of Time, dass man dann irgendwie doppelte Abwehrkräfte kriegt, kurz vorm Bosskampf. Das war cool. So. Oh Mann. Keine Zeit, bis der Mann Bogen gespannt hat. Witzig. Nein, jetzt bin ich wieder hier unten. Bis gleich. Ja, selbst jetzt sind schon was Tolles. Müssen wir nur leider noch mal. Ich habe schon getroffen, bevor er überhaupt was gesagt hat. Leider müssen wir den ganzen Kram hier nochmal machen. So. Aber so schwer ist der ja nicht. Der Anfang zumindest. Wenn er da nur nicht so viel abziehen würde. Das gefällt mir nicht so. Aber eigentlich, wenn man da ein bisschen geduldig ist, dann kann man damit gut zurechtkommen. Leider bin ich nicht so der Geduldige. Aber zum Glück habe ich mein Schwert abgegradet, sonst würde es noch 1000-mal länger dauern. Ah ja, jetzt ist er wieder wütend und macht schon mal den Boden weg. Ah, bleib doch mal irgendwo stehen. Warum bist du so ungeduldig? Musst du aufs Klo? Hast du irgendwelche wichtigen Termine? Kommt eine deiner Lieblingsserien gerade im Fernsehen? Oder wartet deine Freundin auf dich? Sehr witzig, wa? Mit dem Gesicht hat man keine Freundin. So. Ja, nee. Kann natürlich sein. So. Einmal. Jawohl, das läuft gut. Gleich beim ersten Versuch. Einmal getroffen, das ist ungewöhnlich.
Nein, daneben. Ah, der war gut. Der ist getroffen. Warum auch immer. Normalerweise treffe ich da nicht. Dreimal. Wie viel braucht er noch? Viermal. Geschafft. Der war ja gar nicht so schwer. Der war ja gar nicht so schwer. Der war ja gar nicht so schwer. Da kann man doch ganz leicht die Welt retten. Ich wäre gern mitten im Trifort gestanden beim Sieg. Das sieht geil aus hier. Ja. Mein Schild ist so groß. Ich kann kaum drüber blicken. Egal. Das war ja cool. Das hat Spaß gemacht. Das Trifork. Oh yeah. So eine Szene fehlt mir bei anderen Zelda-Spielen auch. Sei willkommen, Sam. Ich bin das Wesen des Trifork, die goldene Macht. Von dem habe ich auch noch nie gehört. Das Trifork wird dem Wesen alle Wünsche erfüllen, welches es berührt. Handelt es sich dabei um jemanden mit reinem Herzen, werden gute Wünsche wahr. Handelt es sich aber um jemanden mit dunkler Seele, werden böse Wünsche wahr. Welch bestechende Logik. Je stärker der Wunsch, umso mächtiger die Erfüllung dieses Wunsches durch das Trifork. Boah, wer hat es geschrieben? War das ein Philosoph? Ganon wollte die Welt erobern. So wurde aus dem goldenen Land die Schattenwelt. Hier konnte Ganon seine Macht vergrößern mit dem Ziel, auch Hyrule zu erobern. Jetzt lassen Sie die ganze Geschichte nochmal Revue passieren. Doch du hast Ganon besiegt, seine unheilvolle Macht und die Schattenwelt verschwanden. Oh nein, ich mochte die Musik der Schattenwelt. Das Trifork ist bereit für seine neuen Gebiete. Halte diese Macht in deinen Händen. Berühre das Trifork mit einem sehnlichen Wunsch in deinem Herzen. Oh yeah. Ich wünsche mir Prinzessin Zelda nur für mich allein. Oh yeah. Die Rückkehr des Königs, nein. Der nimmt mir doch nur meinen Platz weg. Mir gehört das Land. Oh Mann. Ganz viele Zelda-Lines. Der gute Priester, Kathedrale. Da habe ich auch noch magische Energie gesucht. Hier war keine, hier war nur die Truhe, wo das Herz da drin war. Ich konnte auch nicht mehr in den Geheimgang zum Schloss. Ups, das war blöd. Sarislalas Heimkehr. Warum war der überhaupt weg? Die Geier in der Wüste, natürlich müssen die erwähnt werden. Die hatten eine sehr gewichtige Rolle. Ey, was macht der da oben? Ja, das war der Mexikaner, der mir die Flasche aus der Truhe geholt hat. Aus der blauen, von der Schmiede. Der Ball und sein Freund, Bergpalast. Die sehen jetzt irgendwie noch viel schlimmer aus, als in der Schattenwelt. Dein Onkel ist genesen. Was? Ich dachte, er wäre tot. Ich habe ein schöneres Schwert. Ja, irgendwie läuft der Schnurrbart sieht total falsch aus. Läuft alles gut bei so Spielen. Flossen zu verkaufen. Nee. So viel Geld kriegt man nur einmal im Leben zusammen. Die Hexe und ihr Schüler. Die hat auch nichts anderes gemacht, als immer nur ihren Trank umgerührt. Ganz interessant. Die zwei Holzfäller. Ja, die waren irgendwie sinnlos. Mit denen wusste ich nichts anzufangen. Sieht auch irgendwie schwul aus. Der Junge spielt Flöte. Sehr. Ich will gar nicht wissen, was da eigentlich auf Englisch steht. Was die deutsche Synchronisation wieder verhauen hat hier. Die Königin der Feen. Brunnen der Wunde. Ja, die wird jetzt bestimmt wieder schön, ja. Die sieht jetzt ein bisschen besser aus. Eine Fettabsaugung bekommen und schon geht's wieder. Die wackeren Schmiede. Die Zwerge aus Secret of Mana. Es hat nur die Musik gefehlt. Die Dorfbewohner. Ja, der war auch ziemlich sinnlos. Der war nur schnell. Und die hat die mich verpfiffen. Kann sein.
auch egal. Die Hühner, wenn man die drangsaliert, dann rasten die völlig aus. Habe ich jetzt mal unterlassen. Man muss ja nicht alles ausreizen und jeden reizen. Der verirrte alte Mann. Ist immer noch verirrt. Da, ich glaube, der geht geradewegs in eine Sackgasse. Da war nämlich dieses Medaillon zu kriegen. Da geht's nicht weiter. Der Dieb in den Wäldern. Den mochte ich nicht. Der hat mich bestohlen. Oder wollte es zumindest. Und der hat irgendwie einen stinkigen Atem. Und das Masterschwert ist rot wieder. Für immer. Bis Ganondorf halt wieder mal da ist und ich es wiederholen muss. Irgendwie blöd. Hätte gerade mal so eine Kopie reinstecken können und das Richtige behalten. Und am Schwarzmarkt verhökert. Für 500 Rubine für noch mehr Zauberflossen. Oh yeah. Das war das Spiel. Da ist das Triforg. Mit den drei Fragmenten. Mut, Kraft und Weisheit. So, das spulen wir mal ein bisschen vor. Dip-di-dip-di-du, spannend. Oh yeah, alle gute Arbeit geleistet. Schönes Spiel. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir auf jeden Fall. War eine kurze Sache nebenbei in der Zeit, wo ich krank war. Genau jetzt bin ich halt gesund geworden, also hat es genau gepasst. 12 Tage hintereinander. So, jetzt sehe ich irgendwo, ja, einmal bin ich ja gestorben, eigentlich zweimal, aber das habe ich dann wieder rückgängig gemacht durch notwendigen Self-State. Aber wie gesagt, einmal gestorben. Level 2, warum so früh? Ansonsten war das doch alles viel schwieriger. Naja, egal. Egal. Das war's. The Legend of Zelda. A Link to the Past. Das Ende.